Okay, Freunde, es geht weiter. Nach der Dragosso-Tragödie geht es weiter. Wir haben Felstunnel verlassen. Ohne das eine Dragosso, Freunde. Das eine. Oder die eine. Die eine oder keine. Haref. Okay. Der lacht mich aus. Der lacht mich legit aus. Lucius! Was für ein brutaler Name. Lucius! Oh je, meine Pokémon sind alle down fast. Down, 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 down. Trouble interests me. Soll aber trotzdem schaffen. Bodycheck. Also sind ja kurz Geduld. BD. Speicherenergie. Missklick, das war ein Missklick. Oh, was? Wie das zurückkommt, habt ihr das gesehen? Habt ihr es gesehen, wie es zurückkam? Keiner weiß, wie witzig. Also, wie, ja, keine Ahnung, voll ungewohnt. Taubuga! Tau Swagger. Oh, Gerock. Hat unser Rihorn eine Bodenattacke? Oh, Leute, ich hab gar nicht drauf geschaut. Keiner weiß. Jo. Das wird jetzt ein Kampf, Freunde. Natürlich nicht. Komm her. Oh, HDF. HDF. Das sehe ich mir nicht. Bisa. Blau. Boah, geil. Geile Perspektive. Steinhagel. Aua. Warum macht er so viel Schaden? Legit nicht sehr effektiv. Kannst du mal aufhören, Junge? Darf ich mal angreifen? Bitte? Reicht eine Hand nicht? Niemals. Fast. Fast aber. Es war so klar, dass es ein Volltreffer wird. Es war kein Volltreffer. Ich würde mich veräppeln, Alter. Das davor hat niemand so viel Schaden gemacht. Mann, ich komme gerade von der Dragosso-Tragödie. Was soll der Käse hier, Mann? Ein Steinhagel und Tobora ist weg? Oh mein Gott. Geiz doch nicht so mit Schaden, Tauboga. Okay, doch nicht. Nicht schlecht. Aber jetzt liegt's an dir. Entweder du besiegst ihn oder du besiegst ihn nicht. Knapp. Jetzt kommt nur noch hartes Training, Freunde. Jetzt nur noch hartes Training. Bis kämpfen, bis zum kurz vorm Verrecke. Jetzt hartes Training. Jetzt packen wir das harte Training aus. Moi egal. Moi egal. Ah, oh, Dragosso. GG. GG. Ja, gut. Warte mal. Pikachu ist jetzt down. Wie sieht es in der Außenwelt mit ihm aus?
Pikachu, wie geht's dir? Bist du noch auf der Schulter? Ja. Okay. Ey, du dann. Oh, Mann. Kennt ihr noch das eine Dragos, was wir nicht gefangen haben? Oh, la. Diese. Lichtschild, okay. Aber wir kriegen viel schon angefangen. Bringt die auch nicht viel. Margin Visa Knoss, let's go. Verletzt sich selbst. Aua. Tauboga! Oh Mann, ich hab vorhin, also was heißt vorhin, bei mir ist es vorhin, bei euch war es im letzten Part, Dragosso so gehypt, ich wollte Dragosso unbedingt, das eine Dragosso, und dann... Wir haben es nicht gefangen, ist einfach geflohen, es hat die Schnauze voll von mir. Traurig, traurig. Traurig. Ah, aber darauf muss es ja einen so Classic Drake Song geben. So richtig nachzäulen da drauf. Nachzäulen. Holla. Hook to keep, oh je. La la la. Könnt ihr mich mal bitte besiegen und dann kann ich weitergehen, bitte. Danke, ciao. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Not Dolly. Dankeschön und tschüss. Oh. Okay. Und wer bist du, Thorsten oder was? Hä? Ah, wie war dein Name? Heimke, was ist das für ein Name, mein Freund? Heimke. GG. Krabi, wie geil. Oh. Oh. Stellt euch mal vor, ihr begegnet einem shiny Pokémon. Und dann flieht es vor euch, weil ihr es nicht fangen konntet. Kopf nehmen, gegen die Wand schmeißen, legit. Kopf nehmen, gegen die Wand schmeißen. Überlegt mal, Freunde. Also das wünsche ich keinem. Das wünsche ich keinem, bei allem Respekt. Sandama! Wir brauchen echt eine stärkere Pflanzenattacke. Wie gesagt, Knoss, lernst du noch irgendwas Geiles heute oder morgen? Oder wie sieht's aus mit dir? Du gehst da drauf. Gegen einen Boden-Pokémon gehst du drauf. Ich verstehe die Welt nicht. Jetzt raff dich mal ein bisschen auf, mein Freund. Wo ist dein Rasierblatt? Du hast doch kein Rasierblatt erlernt. Bitte! Rankinib. Wie schon macht das 40? Musst du einfach noch damit zurechtkommen oder was? Jetzt hör mir auf, erzähl mir nichts. Hol dein Rasierblatt jetzt her. Komm jetzt sie. Komm, genug rumgealbert. Genug rumgealbert. Ja, raus damit. Raus damit. Und? Erlernst du was Neues? Oder hast du halt auch keinen Bock? Genau! Geil, Rasierblatt. Haben wir erlernt. Habt ihr nicht gesehen, aber wir haben es erlernt. Nicht. So, können wir bitte nach Lavandia. Ist hier noch ein Gegner? Oh, du, ja. Was willst du jetzt? Hast du dich verlaufen? Wir sind nicht auf der Gamescom oder so. Du hast Cosplayern. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Mein Freund, geht's dir nicht gut? Hast du ein Problem, ey? Damian, was ist los mit dir? Ist irgendwas falsch gelaufen?
Anscheinend nicht, da gut Texturz. Okay. Oh, was für Beutel. Pokémon aus 6 BD. Aber der Schluck ist auch vorm Abkratzen. Kurz vorm Abkratzen. Rion, komm, zeig mal, wie das Ganze läuft. Rion, let's go. Zeig den Noobs mal, wie das Ganze läuft. Rion, let's go. Rion, jetzt komm mit sie. Ja, Glut macht uns gar nichts. Glut macht uns gar nichts. Komm. Gib schon mal Steinwurf. Du gehst gleich drauf. Gib mir mal einen Steinwurf. Bevor du abkratzt. Dankeschön. Was für eine Fratze, die schieben, die Pokémaniacs. Aber jetzt geht's endlich mal nach Lavandia. Es sei denn, Arsene kommt hier, wie damals. Komm. Oh, da ist das Tarosso! Das war unser Tarosso vom Felstunnel! Ich weiß es, ich weiß es! Die Musik, Freunde. Gänsehaut. Gänsehaut. Die Musik, nämlich als es damals rauskam, da sind viele, was haben die bekommen? Irgendeinen Anfall, glaube ich, oder nee, danach hatten die, glaube ich, also es ist jetzt ein Gerücht, aber na, also es ist halt legit ein Gerücht. Ich weiß, ob das richtig passiert ist oder nicht, aber der Song, der 8-Bit-Song vom Lavandia, der war zu hoch gestellt, dass es irgendwie verstörend war für manche und viele haben daraufhin, glaube ich, also keine Ahnung, ob das stimmt, das hört sich halt extrem an. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber viele in Japan haben dann Selbstmord begangen. Ich glaube, so habe ich es in Erinnerung. Ich habe noch was... Was? Ich habe gesehen, wie die Mutter als Russ versucht hat, Team Rocket zu entkommen. Sie konnte aber leider nicht fliehen. Ich hätte ihr helfen sollen, aber ich war vor Angst wie gelähmt, du dummes Kind. Die andere Sache, die ich aber im Kopf habe, die stimmt. Mit Porygon. Es gab nämlich eine Folge mit Porygon, die wurde in... Außerhalb... Du kleine Ratte, der will die Schädelmasten... von Tarosso verkaufen. Ich hätte gleich eine Rückhandschelle, Mann. Oh, ja, ja. Guck, jetzt bekommen wir Alola vom Dicta. Der hat einfach eine Friese. Ich habe keinen Dicta. Stimmt. Arzi hat uns ja weggebracht vom Dicta-Tunnel, von der Dicta-Höhle. Shit. Jedenfalls, mit Porygon, da gab es eine TV-Serie von der ersten Staffel. Da war Porygon hat einen Angriff. Nee, Porygon. Pikachu hat Porygons Angriff, glaube ich, mit Donnerblitz zerstört. Und der Knall davon, der war so viel mit Farben, also so farbenreich, dass viele Kinder einen epileptischen Anfall davon bekommen haben. In Japan. Naja, als sie das im TV gesehen haben. Das stimmt auf jeden Fall. Aber das mit Tarosso weiß nicht. Mit Lavandia, mit dem Song. Das habe ich mal aber im Kopf und irgendwo gelesen, aber ob es stimmt, das weiß ich halt nicht. Und ja, diese Folge wurde nicht ausgeschaut außerhalb von Japan. Ich habe es mir aber angesehen. Mir wurde schon schwindelig danach, ein bisschen, um ehrlich zu sein. Mr. Fuji's Haus. Mr. Fuji ist auch so eine, ja, ja. Guck mal, was hier drin steht. Oh, lol. Genau, nee. Ich dachte, da stand vielleicht irgendwas mit Mewtwo dran. Aber Lavandia wird jetzt krank. Lavandia wird jetzt krank. By the way, gegen Arnst gekämpft im Lavandia-Turm. So war es in damals Pokémon-Geld. Glaubst du an Gespenster? Na klar. Alpollo. Ah, ja, bitte. Omi. Die Musik ist brutal, Freunde. Ich bekomme Gänsehaut von der Musik. Die ist so geil. Aber auch wahrscheinlich für manche verstörend. Aber so damals zumindest. Wie viele Superbälle haben wir? 25 Stück. Kyberbälle kann ich keine kaufen, oder was? Na, Superbälle. Ja. Je 10 Pokébälle, die man kauft, gibt es einen Prämieball. Ja.
Ja, ich sage Blabla. Ja. Gönn dir erstmal einen Drink. Hast du die Belie gekauft? Nee. Ja. Ja, wenn du welche hast, dann gib doch welche ab. Oh, die Musik ist so geil, Freund. Gib mir schön, wenn du dir eine neue Spitze auf dein Pokémon ausdenkst. Oder würdest du gerne ein Leben lang mit einem peinlichen Namen umlaufen? Bidi! Das war damals der Namenbewerter. Bei dem konnte man damals den Namen ändern. Aber jetzt kann man es immer. Also zumindest in Let's Go Pikachu. Sie haben Knogge entführt, die Mutter von dem kleinen Haus und das wird das kommen. Oh! Deswegen ist Dragosso geflohen. Es wollte zu seiner Mutter. Deswegen ist Dragosso geflohen. Deswegen ist Dragosso geflohen, Freunde. Die Tragödie war wohl doch nicht. Okay, das ist natürlich noch doch eine Tragödie, aber sie nimmt einen. Sie hat Sinn. Sie hat Sinn. Dragosso wollte, dass sie zum Lavanderturm kommen. Ich reime immer so gerne so Sachen, wenn ich ein Pokémon nicht fange, so wie Dragosso aus der letzten Episode. Dann reime ich mir gerne so Sachen, dass ich dann noch damit leben kann, sag ich mal. deswegen sind wir im Lavanderturm. Okay, jetzt macht alles Sinn, Dragosso. Jetzt macht alles Sinn. Formelles Set, oh ja. Jetzt macht alles Sinn, Dragosso. Shit, jetzt macht halt wirklich alles Sinn. Okay. Wir müssen jetzt Dragosso helfen. Formelles Set. Und? Geil. Sehr schick, Pikachu. Butler Pikachu. Oh mein Gott. Habe ich auch solche Klamotten? Oh ja. Jetzt wird's swaggy, Freunde. Warte, lol. Warum ist es kein richtiger Anzug? Lol, auch noch in Shorts oder was? Bide. Oh, swag. Jetzt wird's swaggy, Freunde. Weil jetzt haben wir uns umgezogen. Jetzt geht nämlich die jetzt Dragosso-Tragödie Teil 2 wird weiter, Freunde. Mein Fukano ist fast. Oh, shit. Hier soll jetzt eigentlich Arzt gekommen. Also in Gelb warst du. Als sie rein wollten, kam Anski. Da oben ist Anski. Okay, jetzt habe ich es richtig in Erinnerung. Da oben ist Anski. Guck mal, das sind Grabsteine, ne? Von verstorbenen Pokémon. Schon traurig, Mann. Okay, da oben kämpfe ich gegen Anski. Sipscope hätten, da könnten wir die halt. Stimmt, Sipscope. Nein, alles gut. Anski, wir sind hier in einem Friedhof. Warum willst du hier unbedingt kämpfen? Ja, wir brauchen die Silfco, Freunde, damit ihr später das Ich will mal nicht spoilern. Könnte vielleicht für den einen oder anderen interessant werden. Lass es einfach mal so stehen. Let's go. Swag True, let's go. Lol. Wie das aussieht. Oh Leute, ich hab Bristeltopo. Ja, egal. Duflo, let's go. Text und name it. Mit seinem Glut. Ja, komm zurück. Duflo aussieht. Glut! Jawollo! Oh no! Nicht schlafen, heute wollen wir nicht schlafen.
Übertrank. Na, Anski, auf mit sowas, Mann. Kämpfe wirklich so mit Items oder was, Anski? Oh mein Gott. Hätten wir, warum haben wir keine schlechte Flammenattacke? Es gibt so eine Feuerattacke. Du text so, willst du mal irgendwas lernen? Ich glaube, 34 habe ich im Kopf oder 32. Sollte es vielleicht Flamme auf erlernen, glaube ich. Aufstehen. Dokan geht gerade ab. Aufstehen, Glutexo. Müssen Medaillen farmen. Glutexo. Oh, la. Glutexo sleeping. Glutexo, willst du heute auch noch aufstehen? Oder hast du keine Lust dazu, Glutexo? Glutalmen, die Liebe, du. Du hast dein Evoli zu Blitzer entwickelt, du kleiner Penner. Warum kann ich mein Pikachu nicht entwickeln, aber du kannst dein Evoli entwickeln? Game Freak? BD? Du sagst so, wenn du willst, kannst du auch noch den ganzen Tag schlafen, du. Das ist ja kein Problem damit, aber dann gehst du halt drauf, ne? Oh, mein Gott. Oh, la, oh mein Gott, oh mein Gott. Kika mal, komm mal wieder rein mit dem. Komm mal wieder rein. Komm mal wieder rein, Pikachu. Gib dir mal einen schönen Donner. Ein Statement setzen müssen wir ja. Müssen wir ein Statement setzen. Genau, sehr schön. Okay, das war jetzt kein Statement, um jetzt zu sein. Einmal eingraben, bitte. Einmal eingraben, bitte. Danke. Aber mach dir deine Klamotten nicht schmutzig. Ja, was ist jetzt, Pizza? Ah, Schuss vertroffen, ja. Bam. Alright. Vor allem die Tragosso-Tragödie. Ja, Tragosso, siehst du? Ja, ja, ja! Natürlich, Arns, geht's, lass mich dahin. Es braucht uns. Pikachu, was ist los? Hast du Angst? Nein, Mann, aggressiv. Pikachu, ja, Mann. Okay, aber wir müssen weitermachen, Pikachu. Hoi, Dede. Oh, mein Gott. Freunde, Freunde, Freunde. Oh, la. Da bist du. Ah, du hast Angst, oder was? Ja, komm. Komm her. Trainercoach. Ach, Tabea. Ich auch so Trainercoach. Verstehe. Verstehe. Rankini. Du willst mir gerade nicht sagen, dass ich ein Visaknoss, Typ Pflanze, gegen einen Kleinschein verliere. Es ist nur ein Level höher als ich. Ja, mein Freund, es gibt eine Attacke, die heißt, halt dich fest, Rasierblatt. Warum hast du diese Attacke immer noch nicht erlernt? Brauchst du dich dann nicht zu wundern, dass du drauf gehst. Oh, legit. Legit. So können wir doch nicht spielen, ey. So können wir doch nicht spielen, ey. Komm du erstmal zurück, mein Freund. So können wir nicht spielen, ey. Ich sag's dir, wenn du drauf gehst, dann gibt's Stress zu Hause. Ich glaub, die Puck.
Ich glaube, die Pokémon von den Trainer-Coaches, die sind, die haben einen Boost, die haben einen Boost bekommen, glaube ich. Ich glaube, die haben an sich gute Werte, schätze ich, weil die machen schon gut Schaden, so ist nicht. Stampf den mal zu Tode, komm. Komm jetzt, komm. Oh, ich dachte gerade. Sah so aus, als hätte es keinen Schaden gemacht. Okay. Oh, Dragosso. Ah, danke schön. Ah, Pikachu-Bonbons. Okay, korrekt, danke. Dankeschön. Sehr nett von dir. Dragosso, wo bist du? Oh nein! 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 Ich weiß, wer das ist! Diese Szene! Ich hab so Gänsehaut, Freunde. Ich hab so Gänsehaut. Ihr seht das wahrscheinlich nicht. Guck mal, Dragos. Wie traurig. Dragosso. Sieht euch traurig aus, Alter. Ja. Was soll ich dir sagen? Es ist traurig, Freunde. Viele von euch wissen sicherlich, wer das war. Aber ich sag es euch mal nicht, weil wir kommen dazu. Wir werden dazu noch kommen, die nächsten Parts. Es ist einfach nur traurig, Freunde. Es ist einfach nur traurig, wirklich. Einfach nur traurig. Aber wir sollten ja echt kämpfen können. Wartet. Ich bin verwirrt wegen. Oh mein Gott, ist echt traurig, Mann. Oh shit. Komm, jetzt raff dich mal auf, Freunde. Jetzt raff dich mal auf. Du kleiner Penner da unten, steh mal auf. Du verpasst dir alles. Ja. Ja, besser so. Wir kommen kämpfen. Boah, Exorzistin. Rage. Nebula, guck mal. Bläh. Alpollo wird richtig sick, Freunde. Alpollo. Ja, Müll, wir machen jetzt auch nichts gegen den Legit. Nichts einfach. Oh mein Gott. 25. Bow. Szene mit Alpollo und mit Dragosso, Freunde. Traurig wegen Dragosso. Ihr werdet es auch merken, die es nicht wissen. Wenn wir da hinkommen, ihr werdet es merken, Freunde. Es ist wirklich traurig. Es ist echt traurig. Leco mio. Nee, warte mal. Schlotterbiss. Das sollte passen. Was ist mit der Sammer? Mama halblang.
Tormico. Nebulak. Und Spies. Es goes. Irrlicht. Wir verbrennen. Au. By the way, wenn man verbrannt ist, dann werden die physischen Angriffe schwächer. Wenn man verbrannt ist. Ich weiß nicht den genauen Wert, aber ich glaube um eine Stufe wird es gesenkt. Also um 6 Stufen kann man einen Statuswert senken und 6 Stufen erhöhen. Genau, und eine Stufe ist quasi 50%, glaube ich, gesenkt, wenn die Zahlen noch so sind, wie sie waren. Also verbrennen tut auch physische Angriffe senken. Das sollte man echt nicht vergessen. Das macht viel aus. Oder beziehungsweise, ja. Sollte man wissen. Ah, da oben ist noch hin. Oh nein, stopp, stopp. Das ist ja wie bei Mario, ja. Mau. Lass mich in Ruhe. Ey. Könnt ihr noch was anderes reden, Madame? Exorzisten, oh je, möge Gott euch helfen. Airi, oh la Jesus. Oh my God. Ein Spieß. Schnachtnebel. Aua. Wie geil das aussieht. Brezeltobo! Das ist ein geiler Attack, ja. Ohne Spaß. Fällt mir richtig. Bisa Knosp. Will immer noch nichts erlernen, oder? Ah, oh, du hast mich erlöst. Bitte was? Komm, Kluft. Aufwecker. Ja, falls du denkst, wieder einpennt dort. So, Freunde, wir gehen noch eine Etage höher. Ich will die einfach nur kurz besiegen. Weil oben werden wir auch nicht weiterkommen. Wir brauchen dafür die Silvco. Die holen wir uns auf jeden Fall noch. Aus Prismania City. Und genau, das ist quasi unser nächstes Ziel, dann im nächsten Part. Aber ich würde gerne die Dame noch besiegen. Einfach als Training. Genau. Oh, das Tarosso geht mich aus dem Kopf. Tarosso geht mich aus dem Kopf. Oh je, dieser Knosp. Oh Lord, der richtet sich aber auch gar nichts an. Gar nichts richtet er an. Nichts. 0,0. 9,9,9. Du hast gut gekämpft, dieser Klaus. Einfach nichts gemacht. Komm zurück. Au. Okay. Ah, Leute, wir haben so Tiefschlag. Idee. Zum Glück haben wir Drachenwurz. In den Level passt das. 40 Kraftpunkte werden einfach weggenommen. Nebulak, okay, schade, ich habe auf den Apollo gehofft. Apollo wäre übel geil. Apollo. Toxin, war's schwer vergiftet. Hör mir auf. Oh je. Oh je! Hina, geh aus dem Weg, Hina. Zwar.
kann man auch kurz vom Abkratzen. Nicht gut. Schon ein Supertrank, my friends. Dann wird jetzt Gas geben, Freunde. Gas geben. Oh, kämpf doch mit mir. Oh. Weil ich will nicht, dass die Gespenster mich wiederholen. Saori! Oh, wieder zwei Pokémon. Let's go. Spritzel-Turbo. Uff. Geile Attacke, wirklich. Geile Attacke. Hohe Volltrefferquote, erster Quote, nice. Oh, jetzt! The Legend of. Wir brauchen auf jeden Fall einen Alpollo. Auf jeden Fall. Wie witzig. Wir brauchen auf jeden Fall einen Alpollo. Auf jeden Fall. Wie witzig einfach. Dididim. 31 schon, die Kamera. Nice. Sehr schön. Gefällt mir. Sehr schön. Cool. Okay, Pikachu schickt es echt gut. Ah. Oh oh, Ultra Instinct Osaru. Einen haben wir noch. Wieder kämpfen, danke. Es fließen Tränen! Du hast recht, es ist geile Nacht, Dragosso represents. Sonoko. Oh je, was ist mit der passiert? Oh, Alpollo. Oh mein! Pritzel-Turbo, let's go. Pika, Pika, mach was! Dankeschön. Oh, Alpollo. Ja, hoch. Huch, ein Supertrank. Oh, Junge. Okay. Ah, wow. Okay, oh, wow. Okay. Stimmt, es gibt noch eine weitere Etage. Und da kann man sich healen. Sieht aus wie vom, dunkler Magier, wie vom dunkler Magiers Artwork. Was auch immer das für ein Symbol hat, ist. Aber wir kommen oben eh nicht weit mehr, Freunde. Das ist eine gute Trainingssession für mich. Wir werden auf jeden Fall noch alle besiegen. Wir gehen ganz hoch, so hoch es geht. Und dann, genau. Dann müssen wir danach im nächsten Part zu nachgespannen jetzt. Das ist dann unser nächstes Ziel, im nächsten Part quasi. Oh. Oh nein. Ist geil. Kämpfen. Ah, korrekt. Nice. Was, Zombie? Apropos Zombies, kennt ihr Zubiri? Frage. Wenn ihr euch ein Pokémon in Real Life aussuchen könntet, das euch auf der Schulter begleitet, beziehungsweise das euch begleitet, wie Pikachu mit Ash, welches Pokémon wäre es? Bei mir wäre es ganz, ganz sicher Zubiris. Kennt ihr Zubiris? Wie swaggy Zubiris ist mit Dragonstones einfach. Würde so neben auf meiner Schulter chillen oder so hinter mir und so Faxen schieben. Zubiris ist richtig geil. Welcher wäre euer Pokémon, Freunde? Lasst mir auf jeden Fall wissen in den Kommentaren. Zubiris ist richtig geil. Ich finde Zubiris richtig geil. Zubiris. Und Mega Zubiris packt dann den größten Dragonstone auf Erden aus. Oh mein Gott.
Nibulak auswechseln wie die. Ich glaube, erklärt ist. The One-Shots. One-Shots im Anzug. Nice. Sehr schön. Sehr schön, okay. Wie schlank ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Außer dass Pikachu Angst hat. Was war Wasser? Habe ich gefunden? Was habe ich gefunden? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Irgendein Stein, entweder Mond oder Eisstein habe ich gerade gefunden. Weiß gerade. Weiß? Warte mal, warte mal. Weiß gerade. Ja. Eins von beiden habe ich gefunden, ich weiß gerade nicht, welches genau es war. Alright, Freunde. Shizuru. Vier Pokémon, oh la. Shizuru, warum müssen das vier Pokémon sein? Shizuru. Macht's auf jeden Fall noch schwer, hä, Shizuru am Ende. Oh, loch, ist süß. Nachtnebel. Bei nachts. Nice, Shilluk. Sehr schön. Sehr schön, Shilluk. Pokémon wechseln hier, yeah, auf jeden Fall. Müssen die One-Shots her. Naja, Pikachu mit Kritzel-Turbo ist zu richtig angenehm. Richtig angenehm. Schaut mal einfach. Ah, Button klicken, fertig. Nice! Pikachu ist echt angenehm. Ja. Das hab ich mir gut überlegt, oder? Mit der Story mit Dragosso. Das geflohene Dragosso quasi, das Dragosso, was unsere Hilfe braucht. Das Ding ist geflohen. Genau das, Freunde, genau das. Genau das. Sonst könnte ich das nicht ertragen. Oh oh, der hat uns. Es sei denn. Nein! Oh. Das war knapp. Das war knapp. Mikoto! Drei Pokémon. Mikoto, warum? 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 Oh, Shilluk haben wir wieder. Voll vergessen. Aber gut, das Gute ist dann, wenn wir hier wieder zurückkommen, da haben wir uns das Ganze gespart, das ganze Gekämpfe. Das wird umso besser. Und unsere Pokémon jetzt stärker. Ich hab nichts dagegen. Ich hab nichts dagegen auf jeden Fall. Ja, wenn sie überleben natürlich, ne? I don't wanna know. If you're playing me. Hau rein, Shilluk. Gute Nacht. Biga, biga. Okay, Rage. Pika, Pikachu, Pikachu. La 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 la, Pikachu. Ja, bei so Gekämpfe oder so, sag ich mal, wenn der Story immer so ein Abschnitt kam, wo man oft kämpfen muss oder so, the classic A-Button, einfach A-Button, gesmashe,
und nebenbei irgendwas anderes immer gemacht, eigentlich so. Verstehst du, was ich meine? So, ja, irgendwas geguckt oder so und einfach arbeiten gesmashed. Ja, Also beim allerersten Mal natürlich nicht, aber so, wenn man das ein paar Mal gespielt hat, dann ja. Aber ja, sehr, Danach kommen wir noch eins höher. Und dann kommen wir aber nicht mehr weiter. Und dann machen wir uns mal, begeben wir uns mal zurück nach Lavandia. Und von dort aus machen wir dann nächstes Mal weiter. Genau. Okay, jetzt aber. Komm mit sie. Ciao. Ja, aber ihr merkt schon, ja, also ein paar, die letzten Parts waren immer ein bisschen länger, weil an sich halt geht halt ein bisschen mehr, ne? Am Anfang ging's so, aber jetzt, wo ein bisschen mehr geht, ich hab nichts dagegen. Können auch ein bisschen länger lassen. Was? Okay. Ich hab echt in Erinnerung, dass es so viele Etagen gibt. Also, ja, ist doch schon eigentlich, aber so viele Kämpfe. Krass, okay, krass. Aber das machen wir auf jeden Fall fertig für heute. Und ja, machen wir auf jeden Fall. Und dann machen wir da Schluss und machen dann im nächsten Part weiter, indem wir nach Prismanis gehen. Genau. Aber Pikachu ist ja ganz angenehm, wie ihr merkt, mit Pikachu. Keiner weiß. Bam. Level 32, nice Pikachu. Pikamau. Sehr schön. Pikamau, du machst echt gut. Du machst dich echt gut. Richtig gut sogar. Schlagbohrer, ja, bekommst du. Let's go. Ups. Oh Mann, ja, Sand wird weg. Let's go. Passt schon. Überleg mal, also viele spielen das Pokémon manchmal auch so mit so unter speziellen Bedingungen. Zum Beispiel, dass du die Pokémon, wenn ein Pokémon von dir besiegt ist, dass du es nicht mehr benutzen darfst. So wie im Manga dann quasi, dass Pokémon verstorben ist. Ich könnte direkt mein ganzes Team hier vergraben im Lavandeturm, wenn ich nach dem Prinzip spielen würde. oh, die Geister meines Ernst. Ich bin gefangen. Am Lock up. Sawako. Auch drei Pokémon. Oh Mann, wieso haben die so viele Pokémon gemacht? Oh mein Gott. Pritzelturbo ist so angenehm. So eine angenehme Attacke, meine ich sagen. Ah, war kein Volltreffer jetzt. Doch, war sogar. Wow, okay, krass. Keine One-Shots mehr jetzt. Tut mir leid, Pikachu. Aber gut. Aber Pikachu hat es echt gut gehalten. Ja, yeah, Pikachu hat es echt gut gehalten, auf jeden Fall. In seinem Anzug. Keine Weiz. Alpollo. Nice, Level 29, Level 36 haben wir ein Gluracro. Alpollo. Okay, wir kriegen mit Britzelturbo keine One-Shots mehr hin. Oh, der ist auch schon Level 32. Okay. Gar nicht gemerkt. Aber es ist ein gutes Training, ist echt ein gutes Training. Haben wir ein Toxin kassiert? Ich glaube schon. Toxin ist eine schwere Vergiftung. Jede Runde zieht es mehr Leben ab. Geil. Oh, was? Was? Das hat sich einfach selbst geheilt. Krass, okay. Das ist neu. Pikachu. Okay. Sehr schön, Pikachu. Weiter so, Pikachu.
Sarko, schau mal hoch. War schön. Aber langsam verlassen mich meine Kräfte. Buu. Ja, ich kenn Buu. Majin Buu. Kennen wir. Die Pokémon hast du 1. Dankeschön. Ja, Echo. Oh, la, 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 la. Dankeschön. Ja, Echo. Was für ein Level hat das jetzt aber? 25? Okay, die eine war nur. Okay, die ist komisch. Die hat, okay, die hat 32 Pokémon. Naja. Aber was soll's? Nice, Tabuga. Tabuga, Agilität brauchst du nicht, brauchst du nicht. Oh, ich habe jetzt auf Ärger gedrückt. Brauchst du nicht. Nein, brauchst du nicht. Nein. Nein. Drei Hyperbälle, nice, sehr schön. Krass, dass auch drei auf einmal droppen. Hypertrank, okay. So, jetzt, Freunde, nämlich ab hier sollte jetzt nicht mehr weitergehen gleich. Ein trauriges Gesicht, Freunde. Ihr werdet es verstehen. Ihr werdet es verstehen. Pikachu. Oh, Pikachu. Hör auf. Ihr werdet es verstehen, Freunde. Warum? Ihr werdet es verstehen, warum. Ja, komm, lass mal raus hier. Nehmt dieses Pokémon. Ihr merkt euch das Pokémon. Das Gespenster. Merkt euch das, Freunde. Das Große. Es wird noch sehr traurig, Freunde. Es wird noch sehr traurig. Aber gut, Freunde. So viel erstmal vorerst zu der Tragosso-Tragödie und zur Hilfe von Tragosso. Dann geht's zum Pokémon-Center. Wir müssen jetzt nämlich weiter. Wir müssen nach Prismania City, wir müssen uns dort die Silphcore holen. Holen natürlich auch das. Ja, wo ist Fuji? Ohne Spaß. Also, an dem wir noch nicht nachgesehen haben, ist die Spitze des Pokémon-Turms, oder? Genau, aber auch nur, weil uns dieses seltsame Gespenst in den Weg versperrt hat. Okay. Dragosso! Hey! Lass mal Tragosso zurück! Fass Tragosso nicht an, ich sag's dir, ich komm gleich rüber! Hey! Hey! Oh nein, ist das schrecklich! Hey! Hast du es gerade auch gesehen? Team Rock hat einfach so das arme Kletter aus dem Weg geschleift. Offenbar wollen sie nach Prismania City, weil er weiß, was in Form am Ende verkauft sie noch eine Schädelmaske. Jungs und Mädels, ihr wisst jetzt, was abgeht. Ich schiebe meine verdammten Pokémon. Dann sehen wir uns direkt im nächsten Part, weil Tragosso braucht einfach unsere Hilfe. Team Rocket, das werde ich euch nie verzeihen. Das werde ich euch nie verzeihen, Team Rocket. Freunde, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder mit der Tragödie von Tragosso. Und ja, Tragosso braucht auf jeden Fall Hilfe. Naja. Danke fürs Zusehen. Bis dann, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. I'm done. Next time you ain't won't be around.